Hi, heute gibt es endlich mal wieder Picanha vom Spieß, der absolute Klassiker. Und wie ihr das auf eurem Grill macht, zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr die Zutaten, die ich für das Picanha vom Spieß brauchen werde. Los geht's mit dem Fleisch. Das hier ist das Picanha. Das habe ich am Schwarzwälder bestellt. Link dazu, wie immer, unten in der Videobeschreibung. Und falls ihr mehr Infos dazu haben möchtet, schaut euch gerne die Fleischsprechstunde an, die Stefan und ich da aufgenommen haben. Verlinke ich euch sehr gerne. Das wird gleich in Stücke geschnitten, ein bisschen gesalzen und kommt dann ganz klassisch auf diese wunderbaren Spieße und wird mit richtig Hitze angegrillt. Meine Coco-Eggs glühen gerade schon durch, also da wird gleich richtig Hitze am Start sein. Dazu machen wir eine schnelle Chimichurri. Ich habe hier meine mediterrane Gewürzmischung, etwas Wasser, bisschen Essig sowie Olivenöl. Und damit wir das Ganze nicht einfach so aus der Hand essen müssen, habe ich hier noch ein Ciabatta liegen mit ein bisschen Camembert und das rundet das Ganze dann also ab. Das sind die Dinge, die ich brauche. Dann würde ich sagen, wir legen los. Ich beginne mit der Zubereitung der Chimichurri. Ich habe also hier eine Schüssel, da sind gute 4 Esslöffel Wasser drin und darauf gebe ich jetzt von meiner mediterranen Gewürzmischung. So schaut die aus, also richtig schön Kräuter drin und da gebe ich jetzt so gute 3 Esslöffel mit hier ran und verrühre das, dass jetzt eben das Wasser von den trockenen Kräutern aufgesogen wird. Und dann kann das Ganze nämlich schon mal so ein bisschen quellen. Wichtig ist, wenn ihr so etwas macht, immer erst das Wasser und später dann das Öl dazugeben. So, alles klar. Das darf jetzt also kurz stehen. So, kurze Zeit später kommt dann ein Esslöffel Weißweinessig damit dran. Für ein klein wenig Säure. Sowie 4 bis 5 Esslöffel Olivenöl. Und dann wird das Ganze miteinander verrührt. So, und glaubt mir, hier haben wir jetzt also eine richtig intensive Paste, die wir dann später wirklich tröpfchenweise sozusagen verwenden können. Super schnell gemachte Chimichurri-Paste. Stelle ich beiseite, lasse ich durchziehen und weiter geht's. Weiter geht es mit dem Fleisch, das gilt es jetzt vorzubereiten und ich möchte es ja gerne auf Spieße stecken. Es gibt verschiedene Zubereitungsarten für ein Picanha, habe ich euch auch schon mehrfach gezeigt. Wenn ihr da Steaks draus schneiden möchtet, solltet ihr das Picanha so aufschneiden. Ganz einfach, die Fleischfasern verlaufen hier entlang, das heißt wir würden es also die langen Fasern grillen und dann später dann einfach so aufschneiden, dann bekommt ihr das herrlich hin. Jetzt möchte ich es aber auf den Spieß stecken, das bedeutet also, ich werde das so runterschneiden. Das heißt also, wir schneiden hier die Stücke ab. So, dann haben wir also hier die Stücke, die können jetzt schon mal vorher großzügig ansalzen. Das, was an Salz vorbeigefallen ist, das geht natürlich nicht verschüttet, sondern letztlich wird das Fleisch jetzt richtig schön in dem Salz paniert, dass wir dann eine schöne Salzschicht außen drauf haben. So, dann schnappe ich mir einen Spieß und wir können anfangen, das Fleisch aufzustecken. Und zwar immer so, dass wir das auf dem Spieß drauf haben, dass die glatte Seite, dass wir es so auflegen können, dass dann das Fleisch da entsprechend dran garen kann. Dass wir es quasi so aufstecken. Perfekt, da reicht doch tatsächlich einer von diesen Riesenspießen aus. Falls euch interessieren, die sind von Tramontina. Klassische argentinische Steakhouse-Spieße. Das Picanha sieht großartig aus. So, die Kohlen sind durchgeglüht, das heißt, am Grill kann es weitergehen. So, die Kohlen habe ich mir so angeordnet, dass ich einen direkten und einen indirekten Bereich habe. Und ja, dann nehme ich jetzt den Spieß und hänge ihn erstmal zu Beginn über die Kohle, damit eben der Fettdeckel ordentlich Hitze abkriegen kann. Und später ziehen wir das Ganze dann rüber hier in diesen indirekten Bereich, dass das Fleisch dann von beiden Seiten entsprechend Hitze kriegt. So, kurze Zeit später schaut der Fettdeckel jetzt so aus.
Das ist wunderbar. Jetzt drehen wir das einmal ganz kurz, lassen es von der Unterseite noch ein bisschen Hitze kriegen. Also ich kann euch sagen, da liegt ordentlich Temperatur an. Oh, das sieht großartig aus. Ist hier blubbert an der Seite. Absolut großartig. So, jetzt fangen wir an mit den Beilagen. Ich möchte gerne das Brot hier noch ein klein wenig auftoasten. Dementsprechend hänge ich es einfach gerade mit in den Grill. Deckel zu. Immer darauf achten, dass euch das nicht verbrennt. Aber das kriegen wir schön kross. So, in der Zwischenzeit kann ich mir schon mal hier den Camembert nehmen. Und wir brauchen da wirklich keine großen Stücke, ne? Sondern es reicht wirklich immer so ein kleines Eckchen nur. Es geht um den Schmelz. Da reicht das hier vollkommen aus. So, dann habe ich hier meine Chimichurri, die jetzt schön durchgezogen ist. Wunderbar. Das Brot ist auch gleich soweit. Und dann geht's weiter. So. Das Brot ist fertig. Im richtigen Moment runtergenommen. Super geil. So, und unser Fleisch ist dann auch gleich soweit, dass wir die ersten Tranchen runterschneiden können. Boah, da freue ich mich drauf. Gut, dann können wir jetzt ans Anrichten gehen. Ich habe also hier das Ciabatta. Das schneiden wir jetzt auf. Heiß ist es, kann ich euch sagen. So, dann lege ich mir das Brot gerade hier hin. Schaut, wie das dampft. So, und auf jede Scheibe Brot gebe ich jetzt etwas von dieser Chimichurri. Und ganz wirklich, nicht viel. Es reicht wirklich, da so ein bisschen was drauf zu streichen. Die hat richtig Bums. So, dann kriegt jetzt jede Scheibe noch ein kleines Stückchen Camembert ab. Wirklich immer nur eine Scheibe. Und auf den Geschmack müsst ihr euch wirklich einfach mal einlassen. Das passt wirklich sensationell zusammen. So, und sensationell passt auch das Fleisch. Das Picanha ist soweit, dass wir jetzt was runterschneiden können. So, hier ist der Spieß und davon schneiden wir jetzt mal ein bisschen was runter. Den Spieß hänge ich jetzt noch mal kurz übers Feuer. Wir holen uns hier noch mal ein paar Röstaromen aufs Fleisch drauf und dann kann ich den Rest aufschneiden. So, dann können wir anrichten. Schön von dem Fleisch auf das Brot geben. Gerade auch hier diese Seite mit dem krossen Fettdeckel. Das kann ich euch sagen, ist ein absoluter Traum. Wenn ihr Picanha noch nie gegessen habt, solltet ihr das auf jeden Fall mal tun. Dieser buttrige Geschmack von dem Fett ist der Wahnsinn. Leute, ich kann euch sagen, Picanha vom Drehspieß ist der absolute Knall. Ich habe mir immer ein Stück von dem Fleisch so abgeschnitten. Dieser Fettdeckel da oben drauf. Schmeckt super buttrig, ein unfassbar geiler Geschmack. Und das Ganze eben dann angerichtet auf so einem Ciabatta mit einem ganz klein wenig Chimichurri unten drunter, wirklich nicht zu viel. Und so könnt ihr das wunderbar an eure Gäste rausgeben und hier zwei sie mal rein. Es passt wirklich hervorragend zusammen. Ihr habt wirklich diesen Wahnsinnsgeschmack von dem Fleisch. Dann eben noch ein klein wenig den Schmelz von dem Camembert, da solltet ihr euch echt mal drauf einlassen. Und dann eben das Würzige von dieser Chimichurri. Das Fleisch ist einfach halt auch butterzart. Ich liebe Picanha. Das solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Den Link zum Fleisch findet ihr unten in der Videobeschreibung. Habe ich beim Schwarzwälder bestellt. Es ist also ein Picanha vom Schwarzwaldrind. Ein absoluter Kracher. Und das solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Und da wünsche ich euch ganz viel Spaß bei. Ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer. Über einen Daumen nach oben und vor allem den Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten des Kanals sein, könnt ihr das gerne unten auf kostenfreier Ehrengrillerbasis nachholen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wenn bei Instagram ist, der sieht von solchen Dingen natürlich immer wieder Insta-Story. Schaut sehr gerne bei Barbecue aus Rheinhessen vorbei. Da seid ihr einfach näher dran. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Leute, ganz viel Spaß beim Picanha nachmachen. Macht's gut, euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.